Vor 2 Wochen habe ich ja schon ein Video hochgeladen, wo ich euch mit meiner Oma zusammen gezeigt habe, wie man traditionell rote Beete-Kwas herstellt. Ich habe daraufhin viele Zuschriften von euch bekommen, ob man das nicht irgendwie alles auch ohne die rote Beete kochen zu müssen machen kann und auch ohne Hefe zu verwenden. Ich habe daraufhin in der vergangenen Woche ein bisschen rumexperimentiert und auch meine Mama gefragt, ob es da nicht irgendwelche coolen Alternativen gibt. Und dann haben wir zusammen mit ihr ein geiles Rezept entwickelt, in dem es wirklich funktioniert, rote Beete quasi noch einfacher, noch schneller selber herzustellen und das ohne die rote Beete kochen zu müssen und damit ihr auch keine Hefe verwenden müsst. Warum rote Beete-Kwas so ein ultimatives Detox-Getränk ist und woher es überhaupt kommt und was es damit auf sich hat, das alles habe ich dir schon in meinem letzten Video verraten. Ich werde dir das in der Infobox nochmal verlinken und in der Infokarte. Und falls auch Fermentieren für dich komplettes Neuland ist und du da dich überhaupt noch nicht auskennst, keine Sorge, ich habe dazu einen PDF-Guide schon hochgeladen für euch. Der ist komplett kostenlos. Da zeige ich dir, wie du effektiv und simpel, schnell reinkommst in das Thema Fermentieren, damit deine Dinge in der Küche auch alle funktionieren werden. Also Schritt numero uno, natürlich die rote Beete erstmal waschen und danach heißt es schälen, in kleine Stückchen schneiden, um sie danach entweder in einem Käsehobel oder wir waren jetzt einfach zu faul und wollten Zeit sparen, in einem Food Processor das Ganze in so ganz kleine Lamellen zu bringen, also so einfach zu reiben. Und danach bringen wir gleich diese geschälte rote Beete und geschnittene rote Beete in unser Fermentierglas. Und überschütten das Ganze schon mit warmem Wasser. Also so circa Raumtemperatur sollte dieses Wasser dann haben. In einem separaten Glasel lösen wir dann noch ein bisschen warmes Wasser. Ne, wir lösen ein bisschen Zucker in warmem Wasser auf und geben das auch in unseren Rote-Bete-Sud hinzu. Und am Schluss natürlich noch ein bisschen Rosinen und ein paar Stückchen getrocknetes altbackenes Brot. Ganz, ganz wichtig, bitte altbackenes Brot zu verwenden und kein frisches Brot. Es sollte wirklich trocken und getoastet sein, damit sich einfach kein Schimmel bildet während des Fermentationsprozesses. Und wie bei unserem anderen Quas-Rezept auch schon, der Quas mag es, wie gesagt, warm und dunkel, also bitte einfach an einen lichtgeschützten Ort stellen lassen und ihn dort in aller Ruhe für 4 Tage lang fermentieren lassen. Nach 4 Tagen seilen wir den Rote-Bete-Kwas einfach nur noch ab und füllen ihn in Flaschen um, wo er sich dann im Kühlschrank eine gute Woche lang hält. Diejenigen, die von euch mein erstes Video zum Rote-Bete-Kwas gesehen haben, wissen, ich bin absolut fasziniert von dieser wunderbaren, strahlenden roten Farbe. Dieser rohe Rote-Bete-Kwas hat nochmal eine viel hellere Farbe als der gekochte, aber beide, finde ich, strahlen einfach schon Vitalität aus. Also wenn man das schon trinkt, fühlt man sich schon mal besser. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ob der Placebo ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber man hat auf jeden Fall ein gutes Gefühl, wenn man es trinkt. In diesem Sinne, meine Lieben, Prost! Noch eine kurze Anmerkung zum Schluss. Rote Beete enthält viel Betain. Das ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der die Produktion von Gallensaft in deinem Körper anregt. Beziehungsweise, um genauer zu sein, es regt die Funktion deiner Leberzellen an, die wiederum ja deine Gallenflüssigkeit produzieren. Diese Gallenflüssigkeit hilft dir dabei, Toxine aus deinem Körper zu eliminieren. Das wollen wir ja, darum ist es so ein geiles Detox-Getränk. Der einzige kleine Nachteil ist, bitte, bitte, hört auf meinen Rat und nehmt nicht mehr als ein halbes Glas von diesem Rote-Bete-Quass zu euch, sonst wirkt die ganze Geschichte stark abführend. Also mein Tipp an euch, einfach ein halbes Glas in der Früh auf leeren Magen, so nach dem Aufstehen, wenn ihr ein bisschen so in die Gänge gekommen seid, noch bitte vorm Frühstück zu euch nehmen und dann seid ihr good to go. Ansonsten als Alternative würde auch noch mal gehen, abends nach dem Abendessen, wenn der Magen aber auch schon ein bisschen sich geleert hat, also quasi vorm zu Bette gehen, ein halbes Glas. Aber bitte entweder oder und nicht zu viel, sonst flutscht es ziemlich, ziemlich schnell. Gut, meine Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, welche Variante ihr ausprobieren werdet oder welche euch mehr gefällt, die traditionelle Quass-Methode oder jetzt hat die etwas schnellere und moderne Variante. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich, von euch zu hören. Bleibt fit und gesund und bis übernächsten Dienstag. Pfiat die!